Der Krimme Online Award in der Kategorie Kultur und Unterhaltung geht an die Datteltäter. Also Comedy ist ja ein bisschen auch meine Kompetenz und so, und deswegen benutze ich einfach Adjektive und mache da groß kein Reden drum. Also es ist sehr lustig. Es ist klug geschrieben. Es hat ein tolles Timing. Es ist wirklich saugut gespielt. Es ist authentisch. Es ist anarchisch. Es hat einen und auch mehrere extrem sympathische Darsteller. Und mit sehr viel Spielfreude. Und gewiss, ich weiß es nicht, es ist wahrscheinlich auch sehr mutig. Und es sind alles Attribute, die teuer produzierte Sketch-Comedy-Shows im deutschen Fernsehen meiner Meinung nach in der heutigen Zeit zum allergrößten Teil vermissen lassen. Und deswegen bin ich auch ein bisschen neidisch, aber gratuliere dennoch von Herzen. Und jetzt zitiere ich noch aus dem Jurytext. Ihre Waffe, der Humor, er wendet sich gegen Muslime und Nicht-Muslime gleichermaßen. Mehr noch, er wendet sich an Muslime und Nicht-Muslime gleichermaßen. Er wird dazu benutzt, Brücken zu bauen, ohne belehren zu wollen oder sich um das Prädikat pädagogisch wertvoll zu bewerben. Herzlichen Glückwunsch. Farah Burama, Younes Alameira, Marcel Sonneck und Christoph Krachten, wenn er da ist. Sonst... Herzlichen Glückwunsch! Glückwunsch! Danke. Glückwunsch! Du siehst aus, als müsstest du da reinsprechen. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Oh. Sieht man jetzt nicht, weil ich den ganzen Anzug anhabe. Aber du kannst das nachher jedem zeigen. Wenn die Musik spielen. Schauen wir mal. Hast du nicht mit, habt ihr nicht mitgerechnet, sag ich jetzt du, habt ihr mit dem Erfolg gerechnet, als ihr euch damals dachtet, komm, wir machen jetzt hier mal ein bisschen lustig YouTube-Videos? Kein bisschen. Kein bisschen. Also im Gegenteil, wir sind total überwältigt von Veranstaltung zu Veranstaltung. Und jedes Mal begegnen wir dann auch so tollen Events bzw. Menschen und die Bestätigung. Damit haben wir am Anfang gar nicht gerechnet. Das ist aber auch ehrlich gesagt wirklich die bescheuertste Frage der Welt. Ne? Habt ihr mit ihr? Ja, klar, haben wir mit gerechnet. Ja, genau. Wir sind super geil. Guck, wir haben angefangen und dachten so direkt Grimme online. Und kein Thema. Morgen der Oscar passt. Aber wie habt ihr angefangen? Also was ist der, gibt es einen Initiationsmoment? Wer hat zuerst gesagt, hier, halt das Handy drauf? Ich glaube, Knotenfigur war der Herr hier vorne und ich übergebe ihm einfach mal das Mikro. Tue dies. Es war Pegida eigentlich. So, also danke. Haben die an der doch Stelle noch was Gutes gemacht. Danke, Pegida. So. Es war... Genau, also im Prinzip, als es quasi Pegida anfing, so auf die Straßen zu gehen, und es war ja so, da war im Prinzip sehr, sehr viel Vorlagen für gewisse Skripte einfach schon vorhanden, und da haben wir einfach, sind wir auf den Zug aufgesprungen, würde ich sagen. Nee, aber das war so der Moment, wo wir gesagt haben, nee, so weg von den Fremdzuschreibungen hin, ey, wir haben eine ganz andere Sicht auf die Dinge, und das ist aber so das, was leider kaum gesehen wird. Das war der Ansatz. Und jetzt wird's gesehen. Dank euch. Und dafür habt ihr diesen Preis bekommen. Es kommen, glaube ich, hoffentlich noch viel mehr dazu und noch viel mehr von euch. Einen herzlichen Glückwunsch nochmal. Bitte haltet still und lächelt ganz freundlich für dieses Foto, denn es wird in die Annalen eingehen. Alle zusammen. Ihr müsst ein Stückchen weiter zurück, dann habt ihr besseres Licht im Gesicht. Dann sehen wir alle jünger aus und ich sage das nur für mich. Herzlichen Glückwunsch zum Grimme Online Award an die Datteltäter, Farah, Younes und Marcel.